Der Grund für die ganze Geschichte war eine kleine Damenuhr. Nicht eine, die man am Handgelenk trägt, sondern ein Schmuckstück, das an einer Kette um den Hals getragen wird. Habt ihr schon einmal so eine kleine Uhr an der Kette gesehen? Sieht hübsch aus. Eine solche Uhr hat eine elegante Kundin getragen, als sie zum Meister Eder in die Werkstatt kam. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, sind Sie Herr Eder? Ja, freilich. Sie sind mir empfohlen worden. So? Sozusagen als Spezialist für besonders diffizile Schreinerarbeiten. Um was handelt sich's denn? Ich habe ein wirklich wunderschönes Zifferblatt mit Uhrwerk aus dem 17. Jahrhundert. So? Sehr wertvoll. Aha. Dazu hätte ich gern einen Uhrenkasten. Wissen Sie, im Stil der Zeit. Eine Standuhr? Ja. Ja, wissen Sie, das ist sehr schwer. Da müsste man irgendwelche Vorlagen haben. Die habe ich. Wissen Sie, Uhren sind eine Liebhaberei von mir. Ob sie gehen oder nicht. Mhm. Ich habe sie in allen Größen. Und das, was Sie da an der Kette tragen, ist das auch eine Uhr? Ja, ein Hochzeitsgeschenk von meinem Mann. So eine kleine Uhr habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also Sachen gibt's. Wären Sie bereit, mir eventuell so einen Uhrenkasten zu machen? Ja, mei. Ich müsste mir heute die Unterlagen mal anschauen. Könnten Sie vielleicht bei mir mal vorbeischauen? Ich wohne gar nicht weit weg von hier, in der Salbeistraße 4, Hoffmann. Hm. Gegen Abend vielleicht. Heute oder morgen. Wunderbar. Mein Gott, ich bin Ihnen so dankbar. Ich erwarte Sie also. Ja, ist recht, ist schon gut. Dann auf Wiedersehen, Herr Eder. Und vielen Dank, Herr Eder. Ja, auf Wiedersehen, Frau Hoffmann. Schreinerarbeiten machen. Was hast du denn? Aus dem 70. Jahrhundert. Wie? Uhren sind nämlich eine Liebhaberei von mir. Humuckel, nicht die Leute nachmachen. Das warum tut nicht die man Leute nicht. Nachmachen? Nein. Warum nicht? Außerdem sind Uhren wirklich eine Liebhaberei von mir. Jawohl, ich habe sie sehr lieb. Das habe ich eben entdeckt. So? Ja, ja. Aber weißt du, nur so ganz kleine, weißt du, die feinen Uhren, wie die an der Kette von der Frau Hoffmann. Ui, 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 ui. Wenn sie nicht denn an der Kette gehängt wäre, dann wäre die vielleicht schon hier in meiner Tasche. Wäre was? Die, ja, ja. Weißt du, die hätte gerade so die richtige Pumuckeluhrengröße. Du, gell? Zufälligerweise. Halt dich ja zurück. Hätte sie die. Solche Sachen mag ich nicht. Warum? Schmuck von Kunden, um Gottes Willen, wenn da was passieren tät. Aber Kunden können doch auch mal was einfach so verlieren. Nein. Warum? Bei mir nicht. Verstanden? Schrei doch nicht so. Ich verstehe dich doch. Ich hab ja die Uhr auch gar nicht genommen, obwohl sie so fein und schnell und klein tickt so. Da. Tick, 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 tick. Oh, da schau her. Tick, tick, da, tick, meine Taschenuhr, die tickt auch. Bäh, bläh. Was? Na, was hast du denn? Was? Die ist ja viel zu groß. Ich will eine kleine Uhr haben, nicht so eine große. Die zu mir passt, will ich eine Uhr haben. Ja, und wenn du nicht willst, dass ich mir einfach eine irgendwo, also, leihe. Was? Dann kaufe ich mir eben eine. Du kriegst keine und damit basta. Ich krieg schon eine und damit basta. Komm, Pumuckl, sei gescheit. Nein, ich will nicht gescheit. Selbst wenn ich so viel übriges Geld hätte, dass ich sowas kaufen könnte, nachher wäre das nichts für dich. Erstens kennst ja du die Uhr gar nicht. Ich kenne gar nicht. Nein. Ich, Pumuckl, kenne keine Uhren. Höchstpersönlich kenne ich Uhren. Nein, eigenhändig. Ich meine, du kannst keine Zeit ablesen. Das will ich ja auch gar nicht. Ich will doch nur so ein kleines Tick, 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 Tick immer hören. Ja, und zweitens ist deine Uhr kein Spielzeug. Tick, 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 Tick. Ich will ja gar nicht spielen. Ich will hören. Hören. Alles, was du sagst, stimmt nicht. Also folgendessen kriege ich eine Ticke. Nein! Ticke, 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 du kriegst keine. Doch, ich krieg eine, ja! Eines sage ich dir. Wenn du eine Uhr irgendwo stiehlst und man findet die bei uns hier, dann kommt die Polizei und dann werde ich eingesperrt. Ja, unweigerlich. Jawohl, ja. Denn keine Polizei der Welt glaubt mir, dass ich einen Kobold habe, der die Uhr genommen hat. Die lachen ja bloß, wenn ich sowas sage. Lustige Leute scheinbar, wenn die immer nein, lachen. Nein, ganz im Gegenteil. Wieso? Willst du, dass ich ins Gefängnis komme, nichts kriege als Wasser und Brot und dass die Werkstatt geschlossen wird und ich völlig ruiniert bin? Nein, das,
Nein, das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Na also, Pumuckl. Und jetzt arbeiten wir weiter. Ja, komm. Ich träume von einer Uhr. Nun, und damit hatte es so den Anschein, dass die Sache mit der Uhr erledigt war. Beide haben den ganzen Tag über nicht mehr davon geredet. Am Abend hat es der Meister Eder vorgezogen, die Dame mit der Uhr nicht aufzusuchen. Hätte ja sein können, dass der Pumuckl unsichtbar mitsaust und dann, oh nein, lieber nicht. Und doch, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, der Meister Eder wäre zu Frau Hoffmann gegangen, statt mit dem Pumuckl einen Abendspaziergang zu machen. Denn bei diesem Spaziergang sind sie an einem Uhrengeschäft vorbeigekommen. Halt, 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 bleib stehen. Ja, was ist denn? Ui, ui, Uhren, viele Uhren. Schau nur, schau. Na und? Na, das ist halt ein Uhrengeschäft. Sind aber lauter Armbanduhren. Ja, aber da, guck mal, da ist eine ganz, ganz kleine Runde. Kleine? Könntest du, also ich meine, das ist ja nur mal eine Frage. Ja, was? Da, also könntest du die wirklich nicht kaufen? Nein, wirklich nicht. Außerdem ist der Laden ja geschlossen. Ja, aber morgen macht er wieder auf. Kann sein. Komm jetzt, geh weiter. Also, weißt, schauen ist ja wohl noch erlaubt. Ja, dann schau halt. Ich geh weiter. Ja, dann geh nur weiter. Kleine Uhren, große Uhren, allen Uhren auf den Spuren ist der Kobold mit Geschick. Kriegt auch eine. Tick, tick, tick. Die beiden sind dann weiterspaziert. Und jeder war mit seinen Gedanken sehr beschäftigt, bis sie, drei Querstraßen weiter, wieder an einem Uhrengeschäft vorbeigekommen sind. Ui, 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 da ist ja noch eins. Herrschaftszeiten, wenn ich da dran denke, da wäre ich eine andere Straße gegangen. Pumuckl, bleib da. Nein, da komm, da brennt ja noch Licht drin. Da, weißt du, da kann man noch reingehen. Ach, oh, ist doch schon längst Geschäftsschluss. Aber ich sehe doch Menschen drin. Ah, das wird der Uhrmacher sein, der noch was repariert. Das ist... Da geblieben. Au, lass mich aus. Lass dich nicht aus. Wer weiß, am End kommst in den Laden doch rein. Nein, du sollst mich nicht in deine Manteltasche stecken. Ruhe gibst, Ruhe. Ich will raus. Nein. Ich will Luft schnappen. Luft. Du hast gesagt, wir gehen Luft schnappen. Sei ruhig hier, jetzt. Hier ist gar keine Luft drin, die ich schnappen kann. Hilfe, ich ersticke. Versprich mir zuerst, dass du nicht in den Uhrenladen gehst. Ja, ich verspreche es. Also dann, saß zu. Schnapp, Luft schnappen. Jetzt zu nicht gar so. Warst ja noch gar nicht richtig drin in meiner Tasche. Ich war ich richtig drin. Bis und über jetzt die Nase. Gehen wir schleunigst die Salbeistraße hinunter und heim. Auf den Weg kommt bestimmt kein Uhrenladen mehr. Das ist die Salbeistraße. Ja, warum? Oje. Die Salbeistraße. Mei, jetzt hat er sich auch noch die Straße gemerkt, wo die Frau Hofmann wohnt. So was blöd ist, dass mir das rausgerutscht ist. Pumuckl, versprichst mir bei deiner Koboldsehre, dass du nicht zur Frau Hofmann gehst. Was? Wir zwei sind geschiedene Leute, wenn der Frau die Uhr fehlt. Reg dich doch nicht auf, ich verspreche es dir. Bei deiner Koboldsehre? Bei meiner Koboldsehre. Ich will ja bestimmt nicht, dass du eingesperrt wirst. Also. Und Wasser und Brot und ui, 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 und kein bisschen Bier und Wurst. Nein, das will ich ganz bestimmt nicht. Am nächsten Tag ist der Pumuckl in seiner Schaukel gesessen und hat heftig nachgedacht. Der Meister Eder hat gearbeitet. Aber plötzlich ist die Schiffsschaukel stillgestanden und der Pumuckl war weg. Nun, das ist nichts Außergewöhnliches. Der Pumuckl treibt sich gern irgendwo in der Umgebung der Werkstatt herum. Aber als dann die Mittagessenszeit kam, war immer noch kein Kobold da. Und auch um 5 Uhr war kein Pumuckl da. Der Meister Eder begann, sich Sorgen zu machen. Der Pumuckl aber war, ahnt ihr was? Ja, er war in dem Uhrengeschäft. Mittags hatte er das erste aufgesucht, sich alles angeguckt, mit der Kuckucksuhr gespielt und ein wenig auf einem Uhrenpendel geschaukelt. Aber die kleinen Uhren, an die konnte er nicht heran, die waren in einem festverschlossenen Glaskasten. Da machte er sich auf den Weg zu dem zweiten Uhrengeschäft. Und siehe da, kaum war er im Laden, da entdeckte er genau die Uhr seiner Träume, und zwar mitten auf dem Ladentisch. Der Uhrmacher hatte die Schublade mit den kleinen Uhren herausgezogen
und zeigte sie eben einem Kunden. Das ist ein sehr gutes Werk. Ausgezeichnet. Ach, wissen Sie, die Uhr ist mir etwas zu klein. Wie zu? Die kleinen Uhren sind zu empfindlich. Oh, sagen Sie das nicht. Aber Sie können gerne eine größere haben. Moment. Und der Uhrmacher schob die Schublade mit den kleinen Uhren wieder in die Vitrine und zog das Fach mit den größeren heraus. Aber was er nicht merkte und auch nicht merken konnte, im Schubfach mit den kleinen Uhren saß der Pumuckl, der sich getrost mit in die Glasvitrine schieben ließ. Die Stimmen vom Uhrmacher und dem Kunden hörte er in seiner Vitrine nur noch ganz fern. Ja, das ist leer das, was ich suche. Oh, die sind stoßgesichert und auch ziemlich wasserdicht. Was heißt ziemlich? Oh, ist das schön. Tick, tick, tick ist wie Musik. Tick, 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 bin voller Glück. Glück, Glück. Naja, das reimt sich nicht so ganz. Nee, ist ja auch egal. Welche nehme ich denn jetzt da? Hier, diese, die goldene Fee. Oder die. Nein, die hat so ein dummes Lederarmband. Die will ich nicht. Ob da überall so kleine Rädchen drin sind? Ich will nämlich nur eine Uhr mit kleinen Rädchen drin haben. Das wäre ja zu dumm, wenn ich eine erwische, wo gar keine kleinen Rädchen drin sind. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Das geht aber schwer auf. Probier's mal bei der da. Ja, also, ja. Ich bleibe bei der da. Sollte sie meiner Frau nicht gefallen, kann ich sie ja umtauschen. Ja, selbstverständlich. Aber Sie werden sehen, dass Sie mit der Uhr viel Ehre einlegen werden. Hey! Bin ich jetzt erschrocken? Hat der vielleicht diesen Kasten zugesperrt, in dem ich sitze? Ja, das sieht so aus. Oh, macht nichts. Beim nächsten Kunden sperrt er wieder auf und dann wird der Pumuckl. Niemand hat's gesehen. Mitsamt der Uhr heraushüpfen. Ah, ich muss jetzt sowieso noch prüfen, ob da auch Räder drin sind in der Uhr. Der Pumuckl war so beschäftigt, dass die Zeit, die rings um ihn herum tickte, einfach verflog. Der Meister Eder aber saß inzwischen ohne Appetit beim Abendessen. Wenn ich nur wüsst, was los ist. Solche Sorgen habe ich mir schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt ist schon 7:30. Dabei geht meine Uhr noch nach. Uhr, wenn der Pumuckl doch zu der Frau Hofmann gegangen ist und hat die Uhr genommen und geht jetzt nicht mehr heim, weil er weiß, dass ich schimpf. Er hat mir doch sein Ehrenwort gegeben. Aber wer weiß. Also, ich gehe jetzt zur Frau Hofmann und frage sie, ob sie ihre kleine Uhr noch hat. Ja, ganz nebenbei frage ich sie so. Grüß Gott, meine Frau. Ja, das ist nett, dass Sie kommen, Herr Eder. Nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Also, Sie übernehmen die Arbeit. Ja, wenn es nicht eilig ist. Ich freue mich so sehr. Ich lege Ihnen wegen des Termins keinen Zwang auf. Heute haben Sie aber Ihre kleine Uhr an der Kette nicht um. Meine Uhr an der... Ach, die! Ist Ihnen die so im Gedächtnis geblieben? Ja, allerdings. Aber Sie haben die Uhr schon noch. Ja, warum sollte ich die nicht mehr haben? Tun Sie mir doch den Gefallen und schauen Sie nach. Aber wieso denn? Das verstehe ich nicht. Ja, das können Sie auch nicht verstehen. Schauen Sie bitte nach zu meiner Beruhigung. Gern. Aber Sie tun gerade so, als hätten Sie erfahren, dass jemand bei mir einbrechen will. Nein, bloß, wissen Sie, ich träume manchmal so komische Sachen und die gehen dann in Erfüllung. Und Sie haben geträumt, dass meine Uhr gestohlen wurde. Ja. Da sehen Sie, hier unterm Kleid, da ist sie. So, nachher sperren Sie es nur gleich weg, gleich. Aber Herr Eder, wer wird denn so abergläubisch sein? Vergessen Sie es, bitteschön. Also, ich nehme jetzt die genauen Maße von der Uhr. Bitte, wenn Sie meinen, Herr Eder. Inzwischen war es 8:30 geworden und der Pumuckl saß immer noch in seiner Schublade. Er war aber schon lange nicht mehr vergnügt. Ich will raus! Ich will raus! Und es wird abscheulich dunkel da herin. Ich will raus! Ich werfe alle Uhren durcheinander, wenn ich nicht rauskomme! Alle! Oh,
Genug getickt! Tick, tick, tick! Ihr geht mir auf die Nerven, geht ihr mir! Jawohl! Ich will hier raus! Aber niemand hörte ihn. Der Uhrmacher war längst schon nach Hause gegangen. Der Meister Eder stand wieder auf der Straße und überlegte. Da waren sie doch gestern an zwei Uhrengeschäften vorbeigekommen. Er ging also zunächst zum ersten Laden. Der war natürlich zu. Lange guckte der Meister Eder ins Schaufenster. Dann klopfte er vorsichtig gegen die Scheibe. Pumuckl! Pumuckl! Bist du da drin? Ich bin's! Pumuckl! Hallo Sie! Was tun Sie da in meinem Geschäft? Ich? Sind Sie der Inhaber? Ja! Und ich möchte wissen, was Sie da tun. Entschuldigen Sie, ich wollte nur schauen, ob alle Uhren noch da sind, die gestern da waren. Ich meine, gestern im Schaufenster waren. Und zu diesem Zweck müssen Sie an meine Scheibe klopfen? Ich hätte gute Lust, die Polizei zu rufen. Nein, bitte nicht. Ich spinne nur, wissen Sie, manchmal so ein bisschen. Aber Sie vermissen nichts? Nein, ich habe meine fünf Sinne noch vollzählig beisammen. Und sonst ist auch nichts Seltsames passiert bei Ihnen? Ich meine, komische Geräusche oder das, was runtergefallen ist oder das... Nein, das Seltsamste, was mir heute passiert ist, das sind Sie. Ach, dann ist ja alles in Ordnung. Also schauen Sie, dass Sie zum Teufel gehen, sonst hole ich die Polizei. Der gute alte Meister Eder ist zwar nicht zum Teufel gegangen, aber zum nächsten Uhrengeschäft. Der Herr Eder war aber noch so verschreckt von seiner Erfahrung mit dem anderen Uhrmacher, dass er sich nicht getraute, an die Scheibe zu klopfen. So guckte er nur lange in das Schaufenster und da in dem Geschäft offensichtlich alles in Ordnung war, ging er langsam und traurig nach Hause. Dem Pumuckl aber wurde das leise Weinen mit der Zeit zu dumm. Er begann wütend mit seinen kleinen Füßen gegen den Kasten, in dem er saß, zu trampeln und schrie dazu aus Leibeskräften. Ein älteres Ehepaar, das gerade vorbeikam und in das Schaufenster guckte, hörte ihn. Raus! Lass mich raus! Ich schlag alles ein! Ich will raus! Ich will raus! Du! Lass mich raus! Wer? Ich will raus! Was ist das? Und das kommt aus dem Laden. Ich will hier raus. Ja, aber da ist doch zu! Ich will nicht mehr hier drin bleiben! Ich will nicht! Du, da stimmt was nicht. Der Laden gehört dem Herrn Meisel. Der wohnt doch gleich parterre nebenan. Ja, du. Da klopft man an sein Fenster. Sie, Herr Meiselt. Ja, was ist denn? In Ihrem Geschäft schreit wer. In meinem Geschäft? Ja. Kennst du, wer soll denn da schreien? Ja, das wissen wir auch nicht. Aber es war ganz deutlich. Vielleicht ist jemand eingebrochen und dem ist was passiert dabei. Auf jeden Fall müssen Sie gleich rübergehen. Ja, da rufe ich am besten gleich die Funkstreife. Wenn wirklich was ist, dann sollen die den Kerl mitnehmen. Um Gottes Willen. Ja, am Ende schießt der. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Sie, da drin ist jemand. In meinem Laden schreit jemand. Wir haben es alle gehört, Herr Wachtmeister. Also im Großen und Ganzen schreien Einbrecher nicht bei Ihrem Geschäft. Zwischendurch wimmelt es auch, also ganz deutlich. Mhm. Vielleicht ist es eine Katze. Das werden wir gleich haben. Sperren Sie auf. Aber bleiben Sie aus der eventuellen Schusslinie. Aufsperren und auf die Seite springen. Ja. Herr Wachtmeister, die Tür ist geöffnet. Komisch. Jetzt hört man niemand mehr schreien. Es ist ja keine Maus in dem Laden. Ja, vielleicht in der Werkstatt, Herr Wachtmeister. Ja. Alles leer. Sehe auch keine Spuren eines Einbruchs. Fenster sind von innen verschlossen. Aber wir haben es alle drei gehört. Ja, ganz deutlich. Ja, und wenn einer spinnt, da täte ich ja nichts sagen. Aber drei Leute spinnen doch nicht. Ja. Ja, überhaupt nicht zu sehen. Kontrollieren Sie Ihre Kasse, ob Sie irgendetwas Ungewöhnliches daran feststellen. Ja. Schauen Sie nach, ob alle Schubladen zu sind. Ja, natürlich, Herr Wachtmeister. Nein? Alles in Ordnung und alles zugesperrt wie vorher. Vielleicht ist die Stimme woanders hergekommen. Da kann man sich täuschen. Komisch.
Sehr komisch. Also besser so, als wir hätten einen Einbrecher festnehmen müssen. Also, Wiedersehen. Wiederschauen, Herr Wachtmeister. Wiederschauen. Grüß Gott. Also, da weiß man wirklich nicht, was man sagen soll. Hm. Mir zittern die Knie jetzt so, dass ich mich setzen muss. Ja, das täte mich aber jetzt doch interessieren, was das war. Wir können uns doch nicht so getäuscht haben. Na. Ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Wissen Sie was? Wir setzen uns jetzt alle drei ganz mucksmäuschenstill hinter in ihre Werkstatt und horchen. Ja, horchen. Als Herr Pumuckl hörte, dass die drei in der Werkstatt sitzen und horchen wollten, war er völlig verzweifelt. Das viele Geticke ging ihm auf die Nerven und unbequem war es in der Schublade, einfach scheußlich. Da saß er nun und die Tränen kullerten ihm über die Backen. Und darüber wurde er so müde, dass er einschlief. Da schnarcht einer. Kann das vielleicht aus einer Wohnung nebenan kommen? Nein, das kommt aus meinem Laden. Nein, das halte ich nicht aus. Ihr könnt hier bleiben, aber ich gehe. Hier gibt's ja Gespenster. Ach Quatsch. Gespenster schnarchen doch nicht. Seid ihr still. Da kann in Ihrem Laden nicht irgendwo einer unten drunter liegen. Aber den hätten wir doch gesehen. Gehen wir gemeinsam und schauen? Nein, nein, du bleibst hier. Ich will nicht, dass sich einer erschießt. Einer, der schnarcht, der schießt doch nie. Nein, ich rufe nochmals die Polizei. Psst. Jetzt hat's wieder aufgehört. Hm. Ich rufe die Polizei an. Während der Pumuckl die drei guten Leute in Atem gehalten hat, hielt es der Meister Eder zu Hause nicht mehr aus. Und er ist in seiner Angst und dem Pumuckl auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, halten Sie mich bitte nicht für verrückt. Aber ich wollte bloß was fragen, ob nicht jemand in der Gegend seltsame Sachen gemeldet hat. Ja, was verstehen Sie unter seltsame Sachen? Gespenster vielleicht oder sowas Ähnliches. Oder das, was weggekommen ist auf seltsame Art. Eine Uhr vielleicht. Ja, was haben Gespenster mit einer Uhr zu tun? Nichts. Eigentlich... Aber in dem Fall, wissen Sie, ich vermisse einen Kobold. Ein was? Ein Kobold? Hier, Polizeirevier, Wachtmeister Kobold. Ah, Schmann. Wie bitte? Schnarchen? Ein Gespenst? Ich verbiete mir, dass Sie mich zum Narren halten. Hier ist doch kein Irrenhaus. Von mir aus haben Sie 5 Uhrengeschäfte mit 10 Gespenstern. Welches Uhrengeschäft? Fragen Sie bitte schön. Das ist der Pumuckl. Herr Pumuckl, wo ist Ihr Geschäft? Ach so, Sie heißen nicht Pumuckl. Ja, wie heißen Sie dann? Meisel. Vielen Dank, Herr Wachtmeister, vielen Dank. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, gegen Schnarchen können wir amtlicherseits nichts unternehmen. Sowas, na, sowas. Da draußen hat jemand gegen die Tür geklopft. Es wird halt jemand von der Polizei sein. Gott sei Dank. Ich bin dem Herzschlag nah. Herr Meisel! Herr Meisel! Ja, sind Sie von der Polizei? Ich komme von der Polizei. Lassen Sie mich rein. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Nehmen Sie eine schwere Zange in die Hand für alle Fälle. Man weiß nicht, vielleicht ist es ein Komplize. Eder ist mein Name. Meisel. Schreinermeister Eder. Sie haben komische Geräusche gehört. Ja, zuerst eine Stimme, die hat geschrien, ich will raus und später nur noch schnarchen. Das hat aber jetzt wieder aufgehört. Ja, dann ist er aufgewacht. Wer ist aufgewacht? Und von woher kommt das Schnarchen? Ja, sonderbar, es klingt, als käme es aus dem Kasten. Aber in den kleinen Schubladen kann ja keiner schnarchen. Haben Sie eine Ahnung? Sind die Schubladen zugesperrt? Ja, selbstverständlich. Geh, machen Sie es auf. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich was wegnehme. Ja, in der Schublade, da kann ja niemand drin sein. Sie werden sehen, wenn Sie alle Schubladen aufziehen, hört das Schnarchen auf. Au! Jetzt ist alles gut. Der Schnarcher ist heraus. Was? Ja, wieso wollen Sie das wissen? Das ist doch ganz einfach. Ihr Schrank ist aus einem Holz gemacht,
das noch jung ist und ächzt. Das kann doch nicht sein. War doch auch seine Stimme, die man gehört hat. Glauben Sie einem alten Schreiner, ein Holz ist was Lebendiges und manchmal schreit sogar. Ja, also dann, auf Wiederschauen, meine Herrschaften. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Sagen Sie, verstehen Sie das? Nein. Ja. Aber hier in der Schublade sind ja alle meine Uhren durcheinander geworfen. Fehlt eine? Nein, fehlen tut keine. Hallo. Hm? Bist du mir sehr böse? Ich habe keine Uhr genommen, keine. So? Ja, ich will auch gar keine Uhr mehr. Die ticken alle so ekelhaft. So? Bitte rede doch einen langen Satz mit mir. Hm? Es war so scheußlich, weißt du, ganz scheußlich. Boah, war das scheußlich. So? Und ich verspreche dir, ich will sowas nie wieder tun, nie wieder. Na ja, dann will ich wieder mit dir reden. Einen Hunger habe ich jetzt, einen Hunger, sage ich dir. Vor lauter Aufregung habe ich seit Mittag nichts mehr gegessen. Ich auch nicht. Und es war ein schöner, langer Satz von dir. Ja. Oh, du, jetzt spüre ich's. Grässlich. Was spürst du? Hunger hab ich. So? Komm, gehen wir schneller. Ja. Gehen wir schneller, ja? Viel essen und darüber alle Uhren vergessen. Ui, das reimt sich sogar. Ja, da waren die beiden wieder glücklich beisammen. Das Thema Uhren ist seitdem beim Pumuckl recht unbeliebt. Und dann war er längere Zeit unglaublich brav. So brav, dass nur deswegen die nächste Geschichte passieren konnte. Sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass es Tage gibt, an denen Erwachsene recht nervös sind. Da ist's am besten, man kommt ihnen nicht in die Quere. Und wenn man ihnen doch in die Quere kommt, du lieber Schreck, dann wird das Donnerwetter gleich doppelt so groß wie sonst. Der Meister Eder ist ein herzensguter, gemütlicher alter Handwerker. Aber auch bei ihm kommt es vor, dass ihm was an den Nerven zerrt. Also, da war vor etlichen Tagen eine Kundin da, die einen großen Schrank in ganz genauen Maßen bestellt hatte. Und die sagte: Werden Sie auch bestimmt bis zum Donnerstag fertig, Herr Eder? Freilich. Wenn ich was versprich, dann halte ich's auch. Sind's mir nicht böse, wenn ich nachfrage, aber Sie wissen, es ist nicht wegen mir, sondern wegen dem Transport. Na, freilich weiß ich das. Wenn der Schrank nämlich nicht am Donnerstag mit meinen anderen Sachen verladen werden kann, dann muss ich ihn extra transportieren lassen und das kostet mich dann mindestens ein Hunderter mehr. Ja, ich verstehe Sie schon. Der Termin ist zwar ein bisschen knapp, aber das kriegen wir schon. Ja, ich weiß schon, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ja. Sie sind einer vom alten Schlag, Herr das Eder. Meine ich, ja. Also dann, am Donnerstag um 5 kommt der Spediteur. Ist schon gut. Um 5 Uhr ist der Schrank fertig. Ja, Dankeschön, Herr Eder. Der Termin war wirklich knapp. Und am Donnerstag fing der Meister Eder schon um 6:30 in der Früh zu arbeiten an, damit er ja bestimmt fertig würde. Der Pumuckl war unglaublich brav, verschleppte und verlegte nichts, hüpfte dem Meister Eder auch nicht unnötig zwischen den Beinen herum. Und so wäre alles wunderbar gegangen, wenn nicht Maschinen bzw. deren Motoren manchmal auch ihre Mucken hätten. Es war so um 9 Uhr herum. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und sang vor sich hin, als die Maschine plötzlich streikte. Herrschaft Zeiten, was ist denn jetzt wieder los? Hat's die Sicherung nasgehauen? Nein, die Sicherung sind in Ordnung. Na, das geht mir gerade noch ab, dass der Maschine jetzt was fehlt. Pumuckl, hör mit deiner Singerei auf, da wird man ganz narrisch. Vom Singen wird man nicht narrisch, sondern lustig. Sag einmal, warst du an der Maschine? Deine Maschine habe ich nicht mal angeguckt. Die ist mir viel zu laut und zu langweilig. Himmel, Herrschaftsdonnerwetter, wo ist denn der Schraubenzieher? Schraubenzieher sind im Werkzeugkasten. Da habe ich doch gerade nachgeschaut. So, das hast du eben nicht. Seh's bis daher, dass doch dein Schraubenzieher steckt da
ist der Proben. Ja, Pfeilgrad. Ja. Ah, vielleicht ist bloß eine Schraube locker. Ja. Vielleicht finde ich den Fehler. Ja. Darf ich leise singen? Weißt du, vielleicht so, pass auf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Hör auf! Ich hab dir doch gesagt, das macht mich nervös. Schlaflieder machen nie nervös. Sonst könnte ja keiner auf einem Schlaflied schlafen. Ich meine, bei einem Schlaflied. Schlaf, Kindlein, schlaf. Auf! Oh. Wegen deiner blöden Singerei habe ich jetzt einen elektrischen Schlag gekriegt. Nein, ich habe nichts Elektrisches gesungen. Ich habe von einem Schlafkindlein gesungen. Aber ich habe den elektrischen Hauptschalter nicht abgeschaltet gehabt. Wo ist denn jetzt wieder mein Schraubenzieher? Schraubenzieher ist in deiner Tasche. Ach so. Ah, vielleicht ist das. Probieren wir es noch einmal. Der Kuckuck soll doch die Maschine holen. Ui, was tut denn der Kuckuck, wenn er dann die Maschine hat? Nichts. Warum soll er sie dann holen? Jetzt hör doch endlich die ewige Fragerei auf. Das tät mich aber jetzt interessieren. Ich hab was anderes zu denken. Weil ein Kuckuck also, mit einer Maschine übrig, ist ein als dass ich jemand anrufe. Maschinenkuckuck. Jemand von der Firma. Wie hat der doch gleich geheißen, der... Ah ja, Schrader. Interessant. Humuckel. Geh von der Maschine weg, sag ich. Ich hab doch bloß geguckt. Vielleicht sieht ein Kobold etwas mehr als ein Mensch. Wenn ich nichts sehe, dann siehst du auch nichts. Komm, geh weg jetzt da. Setz dich in deine Schaukel und mach von mir aus ein Gedicht, aber tanz da nicht rum. Wo ist denn das Telefonbuch? Hast du das Telefonbuch? Ich habe nichts. Du hast... Was habe ich, was habe ich? Du hast es auf den Bretterstapel gelegt. Ah ja, stimmt ja. Und der Pumuckl ist bloß brav. Nur damit du es weißt, er ist an gar nichts schuld. Und nur du bist voller Ungeduld. Ui, das reimt sich wieder. Ja. Und was sich reimt, das stimmt. Das wissen wir ja alle. Ja. Entschuldige vielmals, ja. So, Pumuckl ist an gar nichts schuld. Und du bist voller Ungeduld, such überall, was nicht versteckt. Schrader hat mich erschreckt. Jetzt hör mit der Dichterei auf, ich muss telefonieren. So, 67, suchst überall, was nicht versteckt, bist das selbst, der sich stets neckt. Und das ist gut. Der schafft Zeit, jetzt habe ich die Telefonnummer wieder vergessen. Wie geht es da weiter? Bist es selbst, der stets sich neckt. Ruhe soll's geben, habe ich gesagt. Du hast aber auch gesagt, dass ich mich in die Schaukel setzen soll und dichten. So. Aber nicht jetzt. Ich gehe in die Schaukel und dichte. Warum nicht jetzt? Wann denn dann? Wann soll ich mich denn in die Schaukel setzen und dichten? Und 27. Ach, wann denn? Bitte, wann denn? Überhaupt nicht. So, überhaupt nicht. Ja, aber ich setze mich jetzt trotzdem. Hier ist jeder. Herr Schrader, ich habe eine große Bitte. Könnten Sie nicht gleich rüberkommen? Ich bin in einer furchtbaren Verlegenheit, weil ich... Der Meister Eder konnte den Herrn Schrader tatsächlich überreden, gleich zu kommen. Er wollte schon aufatmen und besserer Laune werden, aber der Herr Schrader ist einer der Handwerker, dem nicht so sehr verhasst ist wie eine schnelle Bewegung. Na ja, also, wo fehlt's denn? Die Maschine ist plötzlich stehen geblieben. Mittendrin. Ja, mei, das ist ein altes Modell, wissen Sie schon. Ja, schon. Aber ich muss um 5 Uhr fertig sein mit einer wichtigen Reparatur, verstehen's? Da brauchst du eine neue Maschine. So alte Motoren reparieren lohnt sich nicht. Ich kann aber jetzt keine neue Maschine herzaubern. Ja, das schon, aber mein Gott. Aber schauen Sie es doch erst einmal an. Ja, ich sag schon. Probieren wir's halt einmal. Wo ist jetzt der Schraubenzieher? Ich hab Ihnen doch gerade gegeben. Ist wahr? Ja. Na sowas. Wo habe ich den dann hingelegt? Ja, Herrschaftszeiten. Das geht mir jetzt gerade noch ab. Sie brauchen mich deswegen nicht so anfangen, gell? Ah ja, da ist er ja. Ja. Also, mei, ist das ein altes Modell. Oh, was ja, wie ist hat das? Das passieren können? Pumuckl, ich sag dir, wenn du nicht aufhörst... Jetzt ist die Schraube weg. Tu sofort die Schrauben her, sag ich dir. Ja, wie reden denn Sie mit mir? Ich hab ja Sie gar nicht gemeint. Und wenn denn dann? Ist ja sonst keiner da? Herr Schrader, glauben Sie es mir. Ah, da ist ja die eine Schraube. Nein, mir fehlt ja noch eine. Ja, Himmel, Birnbaum und Hollerstern. Wenn das jetzt nicht gleich aufhört, dann kannst du was erleben. Erstens sind wir nicht per Du, Herr Eder, gell? Und zweitens kann nicht ich was erleben, sondern Sie. Reparieren Sie ein Klump selber.
Das habe ich nicht notwendig, dass ich mich da noch anschreien lasse. Aber so bleib's doch da. Ja, bleib's da. Es war doch ganz anders gemeint, wissen Sie. Ich bin ja furchtbar nervös. Ja, ich auch. Ja, also, was fehlt denn der Maschine? Ja, das kann man so schnell nicht sagen, das tut mir leid. Da müssen Sie einen anderen holen. Einen, der sich anschreien lässt. Aber was soll ich denn jetzt machen? Na nein, Maschinen kaufen. Wenn ich das doch jetzt nicht kann. Ich muss um 5 Uhr fertig sein. Das ist Ihre Sache. Da kann ich nichts machen. Entschuldigen Sie schon. Auf Wiederschauen. Schreib mit dir da oben. Gibt's aber da was? So bleiben Sie doch da. Das ist ja zum Aus der Haut fahren. Pumuckl! Ja? Eins sag ich dir. Wenn du heute noch ein einziges Mal was verlegst, dann kracht's so, dass... Ich hab überhaupt nichts verlegt. Ich war die ganze Zeit hier in der Schaukel und... Geh zu, red nicht, ich kenn dich doch. Wenn du nicht dauernd die Schrauben versteckt hättest, dann wäre der ganze Krach nicht passiert. Ich habe aber nichts versteckt, das doch. War der dumme Mensch selber. Ich habe die zweite Strophe von einem Gedicht gemacht, jawohl. Und du hast mich so angebrüllt, dass ich den Reim vergessen habe, jawohl. Und jetzt ist es kein Gedicht, Mei. Sondern nur einfach ein Satz. Mei, was mache ich denn jetzt, Geht der, ohne dass überhaupt was geschehen ist? Ich finde den Reim nicht. Hör doch mit dem blöden Reim auf, was das schon ist. Ein Reim ist ein Reim. Ja, such dir einen neuen. Aber wo kriege ich einen neuen Mechaniker her? 100 Mark Transportkosten stehen auf dem Spiel und deine Kundschaft verliere ich auch. Und alles nur, weil ich einen Kobold habe. Nein. Alles nur, weil du eine alte Maschine hast, jawohl. Und weil du schreist ohne Grund. Ich mag dich überhaupt nicht mehr. Ich lege mich jetzt ins Bett und ziehe die Decke über den Kopf und wünsche mich weit, weit weg von dir. Jawohl, ich gehe jetzt in mein Bett. Ja, bleib nur unter der Decke drunten, wird gut sein. Das tue ich auch. Und nicht mal ein Gedicht mache ich mehr. Da ist doch noch ein anderer Mechaniker. Auch nicht weit weg. Der muss her. Und wenn ich als Gegenleistung gratis einen zweiten Schrank machen muss. Der Meister Eder brachte es tatsächlich fertig, dass innerhalb kurzer Zeit ein anderer Mechaniker kam. Und der Pumuckl brachte es tatsächlich fertig, unter der Bettdecke zu bleiben. Und der Mechaniker brachte tatsächlich die Maschine wieder in Gang. Also, Herr Eder, ich hab getan, was möglich war. Gut. Naja, für die Arbeit wird's schon noch gehen. Aber nachher muss da ein neuer Motor rein. Da hilft alles nichts. Ja, leider. Und ob die Maschine geht, hängt nur an einem Faden. So? Also vorsichtig einschalten und ja, nicht zerren und reißen dran. Ja, ist gut. Und passen Sie auf, so wenig erschüttern wie möglich. Aha. Schau Sie so. Ja. Ganz langsam anlaufen lassen. Mhm. Nun, was ist jetzt? Ach so, der elektrische Hauptschalter müssen wir schon zuerst einschalten. Aha. Sonst haben wir ja keinen Strom. Ja, freilich. Also, ganz langsam so. Und ganz langsam abschalten. Ja. Also, ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen, wie. Ja, hoffen wir, dass die Maschine durchhält. Wie mit einem rohen Ei gehe ich mit der Maschine um. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, das ist gut. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn es wirklich nötig sein soll, dann komme ich noch mal schnell rüber. Ja, hoffen wir, dass ich Sie nicht mehr brauche. Also, Wiederschauen. Und noch mal Dankeschön. Ja, bin ich froh. Darauf muss ich jetzt direkt eine Erleichterungszigarette rauchen. Auwe, die Schachtel ist leer. Pumuckl, ich geh bloß schnell in die Wohnung auf und hol Zigaretten. Stell mir da herin ja nichts an. Vor allem komm ihr ja nicht an die Maschine hin. Ich komme nirgends mehr hin, denn ich schlafe. Ich schlafe, bis der Schrank abtransportiert ist. Ja, das wird auch das Gescheiteste sein. Es ist aber sehr heiß, unter einer Bettdecke beleidigt zu sein. Und ich bin sehr, sehr beleidigt. Mag wirklich nicht mal mehr ein Gedicht mag ich mehr machen. Höchstens ein sehr, sehr beleidigtes Gedicht, jawohl. Bin beleidigt, leidigt, leidigt, alles meidigt, 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 red kein Wort mehr, keines, keines, bin so stumm wie Steines, Steines. So, das ist das beleidigtste Gedicht, das je ein Nachfahre der Klabautermänner gemacht hat. Und die dumme Maschine, die schaue ich nicht mal an. Die verträgt vielleicht sogar das Anschauen nicht, weil sie schon so alt ist. Jawohl! Ich schaue lieber die Wand an. Die hat wenigstens keine alten, lockeren Schrauben. Hui, hui, hui. Der Meister Eder kommt schnell wieder unter die Bettdecke. So, Dalla. Jetzt kann es weitergehen. Noch 4 Stunden, da kriege ich schon noch hin. Also, erst einmal
Langsam einschalten. Was ist denn jetzt? Die rührt sich ja gar nicht. Ach so, zuerst der elektrische Hauptschalter. Ich bin schon ganz blöd. Sowas. Hoppla, nicht so schnell. Was ist jetzt? Ja, Himmel, Donnerwetter, was ist denn jetzt? Also, na, jetzt werde ich verrückt. Die Maschine ist doch gerade noch gegangen. Pumuckl, bist du in meiner Abwesenheit an die Maschine hingekommen? Pumuckl, sagst du gleich sonst. Nein, nein, wenn ich dir sage, dass ich überhaupt nicht da bin. Komm sofort unter der Decke heraus. Nein! Ich sperre dich mitsamt deinem Bett in eine Schublade. Und da bleibst du so lang drin, bis du sagst, was du angestellt hast. Nein, nein, du sperrst mich weder mit ein, noch ohne Bett ein. Ich habe nichts getan, ich habe deine Maschine nicht mal angeschaut. Mach mich nicht rasend mit deiner Hupferei. Nichts, was hast du gemacht? Nichts habe ich gemacht. Du machst mich jetzt rasend, hin und her rasend. Jawohl, du, ich rase hin und her. Du, ich lasse mir das alles von dir nimmer länger gefallen. Verstanden? Ich schmeiß dich raus und sperr alles zu. Und ich mach das nimmer länger mit. Ich mach das auch nicht mehr länger mit. Ich wandere aus. Jawohl, ich wandere aus. Du. Nach Afrika oder nach Amerika. Wenn da herin jemand schreit, dann schrei ich. An welcher Schraube hast du gedreht? An keiner Schraube hab ich gedreht. Sofort verlässt du meine Werkstatt. Auf der Stelle gehst hinaus, sonst passiert was. Wie geht hast du böse Augen? Was bist du für ein böser, böser Meister Eder? Hinaus! Hinaus! Yeah. Yeah. Hinaus. Yeah. Ja. Zum Kuckuck mit allen Kobolden. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich den Mechaniker noch mal anrufe. Ah. Da ist noch mal Eder. Sieh, die Maschine geht schon wieder nicht. Ich hab eingeschaltet und schon war es wieder aus. Das gibt's doch gar nicht. Wenn ich's Ihnen sag, ich hab überhaupt noch nicht gearbeitet damit. Haben Sie nachgeschaut, ob's nicht Ihre Sicherung ausgehaut hat? Nein, das hab ich noch nicht. Schauen Sie doch schnell mal nach. Das kann sein, dass das viele Hin- und Herschalten der Sicherung zu viel geworden ist. Aber vergessen Sie nicht, den Hauptschalter vorher abzudrehen, gell? Ja, einen Moment, bleiben Sie am Apparat. Die Sicherung ist heraus. Sie haben recht, die Sicherung war's. Dass ich daran nicht gedacht habe, ich bin ganz durcheinander. Ist schon gut, nur was nervös, Mama. Wiederschauen. Wiederschauen. So, jetzt wandere ich aus. Koboldsgesetz hin oder her. Ich wandere aus. Und wenn ich auch nie das Meer finde und sterben muss, weil ich das Meer nicht finden kann und mit keinem Menschen reden kann, nie mehr mit einem Menschen reden, nie mehr sichtbar werden. Und ich habe doch gar nichts getan, hab in meinem Leben noch nie nichts getan als heute. Weit, weit weg werde ich gehen und nie mehr Schokolade essen und nie mehr Wurst essen, weil Unsichtbare nämlich nichts essen können. Und ich bleib doch jetzt für immer unsichtbar, weil mich kein einziger Meister Eder mehr anschaut. Sichtbar werden war doch zwischendurch so schön. Und Wurst essen und Schokolade essen. Ich hole mir noch ein Stück Wurst aus der Küche und nehme es als Andenken mit. Pumuckl! Nein, ich höre nichts mehr. Ich gehe fort, endgültig fort. Pumuckl, wo bist denn? Pumuckl, du warst ja gar nicht schuld. Ich selber war der Depp. Zu spät, der Pumuckl verschwindet für immer. Pumuckl, ich werde dich doch schnaufen. Komm, es tut mir wirklich leid. Soll ich noch ein allereinzigstes Mal sichtbar werden? Ein allereinzigstes, allerletztigstes Mal? Schau, ich hab nicht viel Zeit. Aber komm wieder in die Werkstatt. Vielleicht sollte ich auch
ein Stück Hobelspäne als Andenken mitnehmen. Die Sicherung hat's hinausgehauen gehabt. Ich habe keine Sicherung hinausgehauen. Ja, da sitzt er unter meinem Bett, Pumuckl. Sei mir nicht böse. Ich wandere aus. Ein Stück Wurst und ein Stück Hobelspäne nehme ich als Andenken mit. Du darfst mir das Stück Wurst herunterschneiden. Pumuckl, jeder Mensch kann sich mal irren. Jeder Pumuckl und Kobold kann einmal brav sein, aber das glaubt ja dieser jeder Mensch nicht. Doch, ich glaub's. Du warst sehr brav und ich war... Sehr, sehr böse. Ja, da hast Man du sollte recht. Dich in eine Schublade sperren. Wenn ich doch da nicht hineinpasse, Pumuckl. Dann muss man dich in einen Schrank sperren. Da kannst du dann drin rumtoben und ich lass dich erst wieder heraus, wenn du vernünftig bist. Ja, aber zuerst muss ich den Schrank fertig machen. Ja, ja, und dann, weißt du, dann sperre ich dich hinein. Nein. Warum? Nicht in den. Nicht. Sonst werde ich ja um 5 Uhr abtransportiert. Das wäre doch auch nichts, oder? Ich weiß nicht recht. Ich weiß ja auch nicht, ob ich nicht doch noch auswandere. Weit, weit weg von dir. Ah, das überlegst du dir noch, hm? Ah, ich weiß nicht Und jetzt genau. kommst mit in die Werkstatt und du kriegst deine Schokolade. Und ich arbeite weiter. Und du tobst nicht mehr? Nein. Nein. Und du lässt deinen Zorn nicht mehr an dem unschuldigen, kleinen, ganz braven Pumuckl aus? Nein, gewiss nicht. Und du bist wieder vernünftig? Ganz vernünftig. Ja, lass mich mal überlegen. Gut, dann werde ich mich jetzt in meine Schaukel setzen und nachdenken, ob ich geneigt bin, da zu bleiben. Gehen wir in die Werkstatt. Ja, es wird höchste Zeit. Ja. Und jetzt schalte ich ganz vorsichtig die Maschine ein. So. Ja, was ist denn jetzt? Ja, Himmeldonner! Wie bitte? Jetzt habe ich doch eine neue Sicherung hinein. Ja, das ist ja zum was. Das, also, du hörst doch, dass die Maschine nicht geht. Das höre ich. Aber ich höre auch, dass du wieder unvernünftig wirst. Jawohl. Ja, da muss einem doch der Kragen platzen. Nein, das muss gar nicht. Ein geplatzter Kragen hat noch nie eine Maschine in Gang gebracht. Aber ein elektrischer Hauptschalter. Den hast du nämlich vergessen, zuerst einzuschalten. Jäckel, ja. Halt! Zuerst Maschine wieder ausschalten. Ja. Dann Hauptschalter einschalten. Stimmt, ich bin schon so konfus, dass ich alle Handgriffe durcheinander bringe. Wie wenn ich noch nie was mit einer Maschine zu tun gehabt hätte. Ah, alt werde ich und blöd. Macht nichts, das macht nichts. Ich bleibe eben dafür jung und gescheit. Und wenn es jetzt nicht geht, ich hab direkt Angst. Ah, sie läuft, Haselli, sie läuft. Pumuckl, du bist doch der beste Kobold, den es gibt. Ich weiß. So, jetzt geht's aber mit Volldampf ans Arbeiten. Herrschaftszeiten, das blöde Telefon. Soll klingeln. Ich geh gar nicht hin. Das ist aber ein ganz hartnäckiger. Herrschaftszeiten, ich bin nicht da. Also von mir aus. Eder? Herr Eder? Ja? Herr Eder, es tut mir leid, wenn ich Sie so gehetzt habe, aber gerade ruft mich der Spediteur an, dass der Möbeltransport erst in 8 Tagen abgeht. Erst in 8 Tagen? Ja. Ja, Kreuzbirnbaum. Also ich denke, du fauchst nicht mehr. Ja, nein, das macht fast gar nichts. Es tut mir sehr leid, aber es ist wirklich nicht meine Schuld. Ja, sowas gibt's. Man zappelt sich ab und ärgert sich und alles war umsonst. Aber nicht wahr, auch wenn der gute Meister Eder vor Zorn und Nervosität nicht mehr ganz gerecht war, so hat man ihn doch auch ein bisschen verstehen können. Manchmal muss man eben mit Erwachsenen nachsichtig sein. Sogar der Pumuckl hat das eingesehen. Er ist natürlich nicht ausgewandert, sondern hat seine Reiseandenken in Form von einem Wurstzipfel und einem Stück Schokolade aufgegessen. Und es hat ihm wunderbar geschmeckt.